Flux FM Zuckerstückli. Juhu! Die Schwiegermutter aller Podcasts. Live aus dem Keller bei Dussmann mit Urli und Winson. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für diesen warmen Applaus. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen hier zur ersten Zuckerstückli-Live-Ausgabe im neuen Jahr. Wir sind sehr froh, dass wir heute eine Premiere feiern dürfen. Denn nicht nur das neue Jahr hat angefangen, sondern wir machen was ganz Neues. Wir haben einen dritten Menschen zu uns geladen, der mit uns quasi über die neue Musik redet, die wir bei Flux FM ins Programm nehmen. Ich glaube, besser... Ich stell dich noch schnell vor. Hallo, Die Kurve hast du fast gekriegt. Nein. Die quietschenden Reifen haben mich verwirrt. Jetzt sind wir an einem völlig falschen Punkt rausgekommen. Herzlich willkommen, Sven Regener, muss es heißen. Ja, hallo. Ja. Wie gefällt dir die Musik, die wir dir geschickt haben? Es ist alles super. Das ist gut. Es ist relativ... Wie soll man sagen? Energiegeladen, was wir jetzt hier hören. Das hat mich sehr erfreut. Gut nach vorne. Ich finde, von nach 1, 2, 3, 4 weiß man, jetzt geht's ab. Sven, hast du was dazu zu sagen noch? Ja, das finde ich doch super. Also, das hast ist doch, du gut? Weil dafür zählt man ja ein, damit es danach auch losgeht. Also, das ist ja das Gute. 1, 2, 3, 4 und ab geht die Sau. Bling. Bling, ja, ja. Bling. Bitte link. Ja. Ich bin so froh, dass wir Sven Regener eingeladen haben. Es ist toll. Applaus für Sven Regener. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Geben mir auch alle Mühe, muss ich echt sagen. Trotzdem gibt es ja auch Bands, die gerade heutzutage vermehrt so politische Texte schreiben und sagen, wir müssen die Realität, in der wir leben, auch im Text direkt abbilden. Da warst du ja nie ein Fan von, glaube ich. Das kann man machen, das kann man schon machen, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit solchen Liedern kann man meist relativ bald nichts mehr anfangen. Das ist problematisch. Und dann ist auch die andere Frage, warum singt man das überhaupt? Klar kann man im Text politisch sein, das ist ja auch gut, das ist ja auch in Ordnung und man kann diese Lieder dann singen und die alle freuen sich, aber letztendlich ist die Frage, muss das dann überhaupt gesungen werden? Warum ist wirklich Singen das beste Kommunikationsmittel in der Politik? Möchte man wirklich, dass im Bundestag gesungen wird? Ganz ehrlich, ich nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, ich muss eine antifaschistische Instrumentalplatte machen. Ich weiß auch nicht warum. Das machst du mal, genau. An der reinen Musik kannst du nichts festmachen und sagen kannst, das ist jetzt politisch so und so zu sehen, dieser C-Dur-Akkord, kannst du vergessen. Kannst du C-Dur ist klar antifaschistisch, Sven. Nee, da gibt es auch andere Meinungen, glaube ich. Da gibt es auch andere Meinungen. Nur weiße Tasten und so. Sekt, der heißt Kolonne, 0, ist 0%. Ich möchte einfach wieder zurück auf meinen Pfad der Tugend. Ja, auf meinen Pfad des Januars zurückfinden und möchte hier einfach den Sekt, den ich mitgebracht habe, auch trinken. Ich nehme den nicht wieder mit nach Hause. Ja, vielleicht möchte ja jemand mal alkoholfreien Sekt probieren. Möchte jemand? Ich glaube, es ist was für Leute, die keinen Bock auf Rausch haben, aber trotzdem Magenprobleme schätzen. Das war der Flux FM Zuckerstückli Podcast mit Sven Regener. Flux FM Podcast. Die Schwiegermutter aller Podcasts. Soll ich einen Witz erzählen? Ja, von mir aus. Den mache ich später.